Wir werden heute so ein Reuter ist ein frischer Butter, so ein Land wie eine Säule in mir. Kriegt so einen Titel in Quarantäne, solltet jeder gerade verlangen von uns sein, uns dichter wie zu Gott zu kommen und dort wie ein Grater und Dorsch drehen von uns heim. Und das ist aber nicht einmal leicht, ne? Aber weil wir tun uns streben, dass wir waren Dorsch und Hunger haben, was sie gut. Thank you.
Marius, ek mag in iedere mijn begrijzen dat je aan schouw geeft van de welk, dat je een levende en we geloven dat is een wonderbare gemeenschap even in deze dag, want we in deze medien kennen dat uitstrolen, dat niet bloos de mensen van de kerk kennen hier in Zandag ook wijd en breit, zo wie dat de mensen zich bevinden. Ich mag bloß in jeder Meinung den Frieden Gottes wünschen von der und auch für wieder Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir glauben, dort es wird sehr angewandt. Und sehr viele Menschen, die haben Angst und die haben Zweifel und die sind in Panik, die haben nicht Ruhe. Aber von der haben wir ein Thema, wo wir wollen im Bett von reden, dort es von Ruhe sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ruhig sind in dieser Zeit. Wo wegen Gott hat alles in der Kontrolle. Gott weiß, was er hat. Und Gott lässt nichts zukommen und nichts zufallen, nicht anders als er erfällt seinen Plan. Du kannst ganz vollständig im Vertrauen sein. Wir werden anfangen von der Samarias. Mit einem Vers in Hebräer Kapitel 4 von 2 bis 3. 2 Versen. Du sagst es, so steht. Uns ist die gute Mure gesagt worden, Jerusa aus Jane in der Wildnis. Dann redet von dem Volk Israel. Aber die Predigt, die gepredigte Botschaft, halb anders, will sie nicht glauben. Außer dort jeden, wir über die wir bleiben wohnen an der Rühne, so aus Heisee. Ich schwur in meinem Euer, sagt Gott, dass sei nicht in meine Rühne kommen soll. Ruhig sein ist einfach eine ganz große Wichtigkeit, dass wir ruhig sind. Ruhig, das ist eine schwere Zeit, wo wir an sehr unruhig fallen, dann sagt die Bibel noch, dass wir sollen ruhig sein. Aber man verloren. Und hier redet er von der Volk Israel, und da wird nicht ruhig, wegen sie kriegen den Nuren von diesen 12 Stück, die wir in der Land Kanaan gewohnt und haben dort gesagt, die werden dort 10 Städte geben, der sehr schlechte Nore. Aber wir werden bloß 2 von diesen 12, wo wir positiv denken können. Diese werden ruhig, ab vorher zu so ganz großen Riesen werden, und sie sich zu fallen aus großer Wasch. Wir werden 2 Städte von diesen 12 machen, die werden danach ruhig.
Gott hat gesagt, und hei Wort hat auch dafür. Und hei Wort an seine Blut nehmen. Wir wollen nur dann am besten die Geschichte nehmen wollen. Aber wir können von drei Sorten Rühe reden. Die erste Rühe ist von unserer Arbeit. Die erste Rühe ist von unserer Arbeit. Timon, wir haben in 1. Mose Kapitel 2, Vers 3, dort steht geschrieben, und am siebten Tag wir alles vorig, was Gott gemerkt hat. Und hat Arbeit nicht mehr am siebten Tag. Und dort, was er gedonnen hat. Gott segnet den siebten Tag und sah den Apport und sieht, dass er heilig wird. Willst du, willst du den Tag abhielt mit seiner Arbeit und der hat alles mehr. Da finde ich, dass Gott mein Gier von der Welt nicht mehr. Wenn sie aber bloß gesagt, und dann jeder denkt, was hier so abgenannt ist, dort hat bestimmt einmal ein Dach gedient und er hat bloß gesehen und gekickt, er vielleicht gesehen, aber erst du hier warst und hat gesehen, dort wird er gesagt, war, nun käme es dort, oder langsam fair, langsam fair, langsam fair. Er sieht auf einmal zu Licht sein, dann auf einmal kommt er unter Dach. Und das hat noch nicht gesagt. Da wird noch mal bloß auf Porten Licht, wo du sie erst gemerkt hast. Kannst du dir das so sagen? Dann geht das mal. Und dann auf einmal dann sah er dort Bruder und dort ihr auf Porten einander, dort Bruder mehr, dort andere einander ihr. Und das stoppt mir keine Welt. Was ich alles vor euch war, sagt er, sagst du ja, und wenn die Worte 1. Mose Kapitel 1 lesen, steht so Feiermond geschrieben, wurde gesagt, dort heißt und dort sich bekickt und sagt, wir seien Gott. Alles, was er gemerkt hat, wir seien Gott. Feiermond sagt er in der selben Kapitel, wir seien Gott. Aber den siebenten Tag, dann sah er den Apport. Nicht wie Instagram bei mir, das ich umsehe. Aber er hat diesem Wort gemerkt und er kann mir bloß feststellen, was Strom wird können nicht geben, als was er gemerkt hat. Und er sieht, dass das wird heilig. Er segnet den Tag und er sieht, der Tag wird heilig. Wo wegen es heilig? Wegen es, er lässt sich nicht mal Wirklichkeit nennen und bekickt alles. Alles, was er gemerkt hat, und er sieht, dass wir Zeier gehen und er leidt sich zu nennen und sieht, das ist wirklich hellig. Du wirst keine Arbeit, dort wird du so alle abrechtig, keine Eierrechtigkeit, alles wird perfekt gemerkt. Das war das Mein von der Zeit, und er hellig ist und darf. Ich sage, könnte ich den Namen noten und all das, was du mir, und er wird das wirklich keine Arbeit. Dort wird hellig mein Emma aufgesondert von den Arbeit oder von Sinn. Und das dachte ich hier. Und wir haben in der Vierte gebaut, in der zweiten Mose, Kapitel 20, also falls in Ägypten wir nicht gewohnen, wir werden bei den Buach Sinai gekommen, und dann sagt er dort, Gott geeft unsere Tieren gebaut hat, und Gott schreibt ihm mit seinen Finger auf den Steinen ab. Und ein von diesen Tieren gebaut hat, der sagt da, den Sabbat sollst du heiligen. Den soll heilig gehalten werden. Wenn wir uns ein bisschen anschauen, was wir meinen können, den Sabbat heilig halten, dort ist, wenn Gott hat immer Dinge, was er gar nicht aufnimmt, dort es sieht und der Gott hat für sich halten. Ein Tag in der Welt, du saßt ja auf dem Schaufen, in einem Tag sollst du versiegt sein und den sollst du herrlich holen. Das meint, wir haben einen Tag, wo wir versiegt sein, wo wir uns bloß nennen. Und vielleicht auch so aus Gott, du saßt ja auch, wo du geschafft hast, den siebenten Tag, dann nimmt er sich die und bekickt sich alles. Was ist alles geworden? Wo geht es denn? Aber dann haben wir einen Tag, wo wir uns nennen loben, wo ist der richtige Weg geworden? Wo hat der Herr gefehlt? Was ist Wirklichkeit Gott gewesen und was ist nicht Gott gewesen?
Und wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir haben Gemeinschaft im Bibellesen. Wir haben Gemeinschaft im Beten. Und wir haben Gemeinschaft einer mit dem anderen. Und wir loben und preisen an mit Leider. Wir singen und wir predigen das Gottes Wort. Ein Tag in der Welt. Dann hat Gott gesagt, das ist Ansicht und diese Worte nicht von Loben. Das ist Ansicht. Und Gott sagt, du sollst kein Tier, kein Knall, keine Kirche, keiner soll irgendwas vertonen. Das ist ein Dach, was du für den Haaren hast. Und was du soll herrlich gehalten worden. Und in Psalm 95, Vers 11, du sagst, das Urwehen schwur in meinem Ohr, dass sie nicht in meiner Rüsch steht, nein kommen soll, der ich an versprechen kann. Warum braucht Jesus oder Gott auf einmal sein Versprechen? Dort wir werden sein Wort Regen gesagt und die Menschen hielten sich nämlich an. Er hat geboten gegeben und er hat den Arm nicht gehorcht. Der hat ihn dann nicht durchgekommen. Er hat die Botschaft gegeben und er wird ihn nicht gehorsam. Dort, wo wir jetzt auf einmal sagt, ich kann es nicht dulden, diese Menschen in diese Ruinen bringen, wo ich gedacht habe. Und wir wollen durch den Mann gehen und das bringt uns zu dem zweiten Punkt. Der Ruhm von der Weidau in Champ. Und ich habe gesagt, in dieser einer der Methode hier von der aus Marius, dort haben wir dort Tauschstunden dort in Ansehen im Leben, sind viele Champen und viele Weidau. Dort hat jeder einer Tauschstunden. Keiner ist davon gekommen, ab dieser Tag. Aber dann gibt es eine Rüge. Und ich will mit dem Tag in der vierten Mose hineingehen. Wir merken die Bibel im Buch, wo immer ihr seid. Und wir wollen in der vierten Mose hineingehen. In der 13. und der 14. Kapitel ein bisschen durchgehen. Das wird kreiert worden von Reden von dem Volk Israel aus der Utwanderung von Ägypten. Der 13. Kapitel, dann werden sie all ein langes Ein und Wüsten. Dann auf einmal kam Gott in Moses und sagt, du sollst die Mana rückmerken von jeder Sturm ein. So dass wir 12 Mana, das ist allen in der Long Kanna annehmen wollen. Und das ist allen dort in Ezekiel. Wo stark dort ist, wo fruchtbar dort ist, wo die Menschen sind, ob sie sich einig sind oder nicht einig sind, ob sie sich fetten oder nicht fetten. Das ist nicht alle Worte, die bestahlen werden, aber ungefähr das, was bestahlen werden. Sie sollen sich dort lang Gold untersuchen. Und das braucht 40 Jahre, wo sie von der Wüste weggehen, was sie mal erträgen und Bericht geben von ihrer Untersuchung. Und das wird interessant, zu sein, diese 12. Gängen und untersuchten sich alles. Und es sagt uns in den 23. Vers, Kapitel 13, es sagt, und sie kommen bald an den Schildern Eschkow und schneiden durch einen Wienrank mit einem Pommelwind drüben und drüben dem Eva zwei von ihre zwei auf einen Stamm. Ein Granatapfel und Ziegen nehmen sie mit. So sie brachten eine Nurek von dort von fruchtbaren Land. Dort Land wo sie wir. Ein Wind drüben Pommel, wo zwei Stück mussten drehen. Dort wird ein großer Wind drüben, ein großer Pommel. Sie haben was Gold mitgebracht, zum Wiesen, dort hat ein Landbier, wo du wirkliche Milch und Honig gibst. Dort ran du. In der Zeit Israel, solange aus dit, diese Botschaft hier, dort so Milch und Honig ran, der Saal und die Frucht, was er hat mitgebracht, erklärt die Menschen, wir sind sehr heftig, jedes, wo wir wollen, entlang. Aber nun habe ich mal ein kleines Passier, der 33. Vers in der 13. Kapitel, wo das andere Menschen sehen. Und das ist wirklich schlimm. Das sagt ihr so,
Wie sagen dort auch Riesen? Anna, sie sehen es. Die von der Riesensturmen. Wie können uns aus uns um angehen, eben aus großer Versperr? Und so klein mag wie an auch mal vergekommen sein. Das wird der nur recht mal der andere gehen. Das wird ein Tierensteck, die werden sich einig, dadurch werden die Anakita, dort werden große Riesen von 3 Meter Höhe, und große Muskeln, und etablierte Väter, und die haben bloß ganz furchtbar seine Angst. Aber nehmt das klar, wo ich mal hinkommen möchte, das ist, Gott hat das Volk Israel versprechen, über das Klobenjahr, rüttelkommen. Und was mögt das? Mit einer gewaltigen Hand, und die weiten dort, so müssten 10 große Wunder passieren, was die Pfarrer und der Wirklichkeit nicht mal tauleiten, dass sie nicht wohnen können. Dann noch ein ganz großes Wunder, was passieren dürfen, wo die Israeliten und ganz am Ende werden, dort werden wir für eine Reich besiedelt, so werden Bäume, von der Länge besiedelt werden Bäume, und verernt, so wird das Rote Meer, und hängen an, wird der Ägypter. Und die kommen dann heran und wollen ihn anbringen. Ich habe Ihnen verstanden, aber Gott wird auf den Weichen oder den Land vor dem Mann im Hammer dran. Gott will das Volk endlich ruhig geben. Weil es erklärt, dass mehr als noch so viele Menschen werden noch alle gestorben unter dem Pitch von Ägypten. Aber es wurden 1,5 Millionen Menschen ungefähr rücktrocken in Ägypten. Diese wollen wir ruhig geben. Er will in den Land anbringen. Er wolle rügen. Aber aus der ist diese Botschaft hier, vergotten sie ganz von allem Wunder, was Gott gewonnen hat in Ägypten. Und sie werden bloß ganz fürchterlich sein, alle. Dann sagt er wieder, der 3. Vers in der 14. Kapitel sagt er, warum bringt der Herr uns in das Land, dort wie uns dort wir im Kampf ankommen, in unser frühes und kleine Kenia, der viel in ihre Hände geroden, ist dort nicht besser, dort wir drei Ware nur Ägypten tragen? Und dann der 4. Vers sagte, und dann sehe einer zum anderen, lud uns einen Lehrer und sagen, über uns in Ware drei nur Ägypten tragen. So diese, der hat alles vergeten von der Pitch und von bloß Brot und Mutter, von was sie leben müssen. Auf dem Tau hat Ägypten auf einmal noch ein Fass, dann können sie Tauchecker durch die Ochsen und kriegen auf einmal noch ein bisschen Fleisch und ein bisschen Frucht von dort, was Ägypter und dann geben auf der Fass. Aber Ewes und Alltag, sie müssen merken, ob sie meid werden, ob sie krank werden, den Kraken down, aber der Pitch, der wird ja nicht heran, und viele Menschen, die werden so verpitcht, dass sie nicht überleben. Und sie kennen diese Geschichten alle. Und Gott sieht auf einmal durch Moses, ich habe die gewählt, und ich will das Volk aus Ägypten rüberbringen. Ich will die in die Ruhe bringen. Der hat das hier zu Spur, der hat das hier so tot kämmerle. Ich will die Ruhe. Aber diese Lieben, die haben dort vergeten von dem, was Gott ihnen gesagt hat. Gott hat gesagt, Abraham, und sie kennen diese Geschichten, dort Gott wurde ihnen vermehren, so aus der Sonne zu nehmen und so aus der Stirn zu nehmen. Aber hier so haben sie das scheinbar dächte, große Gestalt von der Anakita, haben sie alles vergeten. Und das verwendet, dass in der Hebräer sagt, dass ein Eck schwur in meinem Euer, dass sie nicht in meine Rüden ankommen sollen. Und ich wollte nicht einer von diesen Lieden, die so negativ dachten, die können in der Land kommen. Da wird man der Lied, wo eine Wüste geboren ist. Da wird der einzige Lied, wo du so in der Land kommen kannst. In dieser Rüden. Schließlich, diese Kaleb und Josua werden der Einzige, der sich noch denken können von den Fetschen, was er auf ihren Reihen wird. Die anderen, die wissen auch nichts von Ägypten. Und diese wissen,
wat op de Ernt bedienen deed. De wisten ganz genau wat op de Ernt bedienen deed, hier in dit land naar te komen. Dit is werkelijke, schließlich Monerie. Waar nog 40 jaar deed de Wüste, wo ze van Butter en Mana leven moesten. Op een moment heb je gehad nog generisch en checkt hem nog mal en na de beste kutjes, of de rochenekjes komen namen. Dat zijn nog een beetje Fleisch worden, aber eeuwig leven ze van werkelijke Mana en Butter. En ik moet dort weer aan het doen. Durch diese Lieden helfen sie durch, über diese Lieder gingen in das Land Kanaan zu dieser Rübe. Und Timmel, und dann aus diesen Menschen so negative Zeugnis geben. Dann sagt es, in der 5. Vers sagt es, in der 4. Mose, Kapitel 14, der 5. Vers sagt es, über Moses und Aaron schmeuten sich mit dem Gesetz von Abiyad, für die Versammlung der Israeliten. Moses wird einer, der so immer das wohin wohnen muss, wann er ein Problem wird. Er weiß, wo er hinwohnen muss. Und er geht zu Gott. Nun höre ich mal den nächsten Vers, und ich werde den 5. Bab im 9. Vers lesen. Du sollst kommen, Kaleb und Josua ab. Und sagen, guck mal, das ist nicht der rechte Information, was die hier haben, der zweite ist ganz abgeregt. Dann sagt er zu dem Desasterfall, der Josua, nun sind sie in Kaleb, gefunden sind sie, die dort Lohn abgesagt haben, verreuten ihre Kleider und sehen für die ganze Versammlung von den Israeliten. Dort Lohn, wo wir da gewohnt sind, an dort abgesiegen, es sei ja Geld. Der Lohn ist sei ja Geld. Das erste soll aus Jahren sein, leiden. Doch Lohn ist Geld. Wenn der Herr uns gnädig ist, dann wird er uns in das Land bringen und uns dort geben. Dort ist ein Land, das von Milch und Honig überrannt. Es ist nicht bloß auf das Rahmen, dort überrannt von Milch und Honig. Man unterwirkt von Milch und Honig, dort meint, dort wird ein fruchtbares Land. Du sollst erst leben in dort Land. Wir kennen uns nicht von dieser negativen Erklärung oder Information, was wir hier haben, über Rutschbecken und abgeben, weil der Herr uns gnädig ist, wie wir in den Land kommen. Glaubst du an Versprechung? Ach jo. Ich glaube an die Versprechung. Wenn Gott versprochen hat, dass er den Kraken down, wo alles abkommen kann, aber Gott wird sie versprechen holen und er wird dort durchführen, so als Heilert gesagt hat. Ihr hört mal den Jäger, was Kaleb und Josua sagen. Du bloß nicht vom Haaren auffallen. Wird das auf euch aufgefallen? Josua und Kaleb, even mit alles, was der Fall auf uns zu schreien, die wollen Trainer, Ägypten, die wollen Trainer, Ägypten, wo es uns lernen, was uns lernen kann, dann wird Josua und Kaleb danach da und sehen, hey, wir wollen nicht auffallen vom Glauben. Wir wollen uns festhalten. Und das ist eine gute Botschaft zu verteilen zu der ganzen Welt, wo immer wir gesehen worden, wo immer wir hier, weil ich sage, wenn wir nicht vom Glauben auffallen, kriegen dann, wo von der Tiefe werden sind. Und kriegen dann, wo schwierig das sind. Aber Gott hat gesagt, dass er den Fall Welt oder Rüffieren. Und da wollen wir noch sein in den nächsten Punkt. Dann sagt der Nähe Vers, du bloß nicht von dem Herrn auffallen. Und vergib nicht für das Volk in dit Land. Willst wir wollen dich so aus Brot abtreten. Er schützt es von an verschwungen. Uns Oberstädte Harbi. Vergib nicht für an. Und kracken down vor Abkämpfen von der schon da in der Welt, und hier sich grün, und hier sich schlamm. Weißt du was? Der Herr steht uns zu sehen. Der Herr ist mit uns. Und der wird mit uns sein. Solange aus wir leben. Wir haben so viele Versprechungen. In der Hebräer sagt er doch, er wird uns nicht verloten, er wird uns nicht versiemen. Er wird mit uns sein.
En check mal, en du hängst den nächsten Vers, den tierenden Vers, es war von der anderen Seite, sagt er, ob er das ganze Volk wohl an Steinchen aus der Süden in Kalifat sehen, dann wollen die Menschen das nicht steinchen. Dann läuft der Haar seine Herrlichkeit. Sich buber dort, besonnenshaut für alle Israeliten sein. Und dann kommt es wieder, und ich habe bloß den 12. Vers lesen, was Gott sieht, als er sich hier so über den Zaun seine Leid. Sagt der 12. Vers, ich war dein mit einiges Pferde Krankheit schlonen und der Ödroden. Und dann tau ein, und die, dann redet der Moses, und die tau eine geratete und streutete Fall mehr aus dem. Das wird Gott sehen. Und Gott hat immer, wenn der Plan A nicht schafft, dann schafft der Plan B, ob er den Wort vor ihm nimmt. Und hier so hat er auch. Kein Mund, ich will eine schwere Krankheit auf die Zeit bringen, bloß wegen des Negativen sein, nicht wegen meiner Botschaft nicht annehmen. Und wehen hat seine Gehorsam sein, wehen sind bloß rebellisch sein, wo ich diese Ütrude mit einer gefährlichen Krankheit. So ist wie vielleicht, wo wir sagen, dass von der und nicht die Menschen reden von einer gefährlichen Krankheit, wo Menschen sich kennen und ewig schlonen, einen am anderen, und kennen sterben dabei. Aber vor vielen Menschen, viel mehr Menschen, und das wird sterben aus dem Coronavirus. Und weil er pflichtmäßig ütert und eine schlimme Krankheit ist. Aber Gott braucht hier so eine, will hier so eine schlimme Krankheit bringen, um diese Menschen ütruhen. Timon empfand den 13. aber den 19. Vers, du fand Moses an zu beten. Und sagt er, Gott, Timon, das all der, was wir hier so sein, das geht an deinen Namen. Timon, wir haben alle Zeugnisse hier vom Wort von Leben hier in Grauder Gott gehabt. Diese Menschen weiten doch. Nicht bloß der Ägypter, aber auch viele Väter, die das gehört haben, die weiten doch, dass wir glauben an den lebenden Gott. Und dass du gesagt hast, dass du wirst an den Ägypten rückbringen und in den Lohn keiner anderen bringen. Du hast doch gesagt, das geht um die. Wo wollen diese Menschen bloß sein? Wo wollen diese Väter bloß sein? Und es steht hier so nichts, dass du schreiben, ob er bringt das zurück. Das Gott sieht, Moses, du hast Rason. Du hast Rat. Aber dann denkt er nicht wahr, dass diese Menschen nicht alle sterben wollen. Verwiegt. Und dann kann man nicht kommen. Ich will nicht diese Krankheit nur kommen oder vielleicht wird sterben. Ich kann nicht im Land kommen. Und es dort wird. Und dann sagt er, was er in Ägypten nennen würde. Entschuldigung, ein Longkana an Angola, wird ein Blaus, Josua und Kaleb nach dir, der diese Ägypten der Pentschikan. Und wir können danach positiv denken. Diese andere 1,5 Millionen Menschen, der werden alles negative Menschen, abgetragen negativ. Die sagen, die Sachen alle von den Menschen sind. Lass das weg. Die haben einen Sklaven-Gedanke. Wir sind Sklaven, wir kennen dort nicht, wir kennen dort nicht, wir kennen dort nicht. Und als eine große Macht immer an sind, dann wird in der Land keiner anders noch war eine große Macht. Die wollen immer an sein und die haben einen Sklaven-Gedanke. Er kann nicht. Und ich war nicht. Ich war mich nicht in die Vornehmen stahlen, wo ich wollte kriegen und verspielen. Kaleb und Josua sagen, wir wollen dein Nehmen aus Brot. Und wir wollen uns dahin schlucken, so aus man nicht als Bett. Gott steht uns bei. Gott steht uns bei. Der 22. Vers, der sagt, aus diesem Mann, was meine Herrlichkeit und meine Tickens gesehen haben, als die ich in Ägypten in der Wildnis gedungen habe, und die mich nun auch 10 Mal aufgeprüft und meine Stimme nicht gehorcht haben, von der all soll China dort Land sein.
wat ik eerder vooraf versprekken had, te geven. En keiner van die, die niet veracht hebben, zal dort zijn. 10 Mal worden deze mensen God al aufgeproofd. Wir wurden immer sagen, wenn irgendwas ist gesagt, und wir sind in der Genugentheit. Aber wenn Gott sagt, 10 Mal haben sie mich aufgeprüft. Und Gott ist noch immer, war er vergeben mich gewesen. Es ist noch nicht auf Genug. Es ist noch nicht auf die Genug, all in den Augen. Der nächste Punkt ist, Ruhm für unsere Seele. Wir haben den wunderbaren Vers in Matthäus Kapitel 11, 28, Vers 30. Und du so sagst der Furze, komm alle nur mir, der ihr unter Sporen lost und wohnet und bedrängt und meint sind. Ich will dir Ruhe geben. Lacht dir mein Joch ab und lehrt von mir, weil ich die Sonntagmeeting von Gott und dein Mutti und ihr wollen Ruhe finden für deine Seelen. Weil mein Joch trägt mich und meine Last ist nicht als leicht. Meine Last ist leicht. Ich will dir Ruhe geben für deine Seelen. Und das ist die Botschaft, was von dir heute Tag rumgelaufen gepredigt wird. Komm zu Jesus. Und Jesus kann dir Ruhe. Kriegen dann, wo du da gehst. Die wollen nicht einmal alle Schein wohnen, wenn die waschen Jesus nur feiern sind. Aber bei wenigstens die Taufe an Jesus in der Vollmacht, und der wird immer bei dir sein. Und der wird dir helfen, in deinem Kampf. Das wird nicht, der zeigt nicht, dass du dich was kämpfen machst in deinem Leben, wenn du Jesus in der Raum gehst und hast ihm seine Änderung angenommen. Aber er verspricht uns Bittestunden. Und uns sich zu geben über alles eine Sache, was wir durchwohnen in unserem Leben. Kommt mir Jesus, der will uns Ruhe geben von so sein. Und weißt du was? Und kriegt ihn dort, mit Gott, du geplärt hast, du warst, hänge dort, dass wir Jesus angenommen. Wie ich in meinem Leben hat er fertig schwer gehabt. Ich habe fertig seine Angst gehabt, verstorben und mein Dach gerecht geworden. Aber weißt du was, was ich Jesus annehmen darf, diese Botschaft annehmen darf, was der Volk Israel nicht darf, ich darf, ich krieg Ruhe für meine Seele. Ich habe Sicherheit gekriegt. Ruhe für meine Seele, meine Sicherheit in Jesus Christus. Wenn er gesagt hat, ich will dir raten, ich kann dir sterben am Kreuz, damit du raten, und die von dieser Welt rückzuführen in das Land Kanaan im Himmel, dann wird er tun. Er kann die ganz ruhig feilen und an wen es heilhaft gesagt hat, er tun wird. Er kommt immer noch. Und jeder einer, der Jesus annimmt, dass er persönlich im Heiland, der kann rückgehen für seine Seele. Nicht frei von Kämpfen. Wenn sehr viele Menschen, die haben so einen Eindruck, wenn ich Jesus annehme, dann wird immer alles scheinen. No, denn dann wollen wir erstmal wirklich zur Feierung leben, während wir uns für Jesus entscheiden, der bei seinem Feind mit dem ganzen Herr haben wir durch, um die zu verfallen, die das Wort zu nehmen, über die zu reden, zu plündern und Wort zu reden. Aber Jesus hat gesagt, wir sind am Wacht wie Kanaan. Wir sind am Wacht wie Kanaan. Und wir wollen hier ankommen. Hol dir meine Hand. Komm hier herum. Wir kommen in Kanaan an. Dort ist ein versprochenes Land. Sie ruhig in dem Arm. Leicht, no, die Menschen, die wollen, die nicht lieben können. Jesus sagt in Johannes Kapitel 17, in seinem priesterlichen Gebet, nur sagt er, dort, die sind nicht mehr von dieser Welt, und dort sind wir die Welt, die nicht lieben können. Aber wir sind Jesus am Wasch in Rom, der Land Kanaan. In der vierte Ruhe, wo ich davon rede, der steht in Hebräer Kapitel 11, Kapitel 5, der nähernde und was dann auf der Welt. Wenn die in der Bibel aufmerken, du so haben Hebräer Kapitel 5, den nähernde und der was dann auf der Welt da ist, und das ist ein wunderbares Ding, und du so sagst, so ist das.
So jach dort für Gott sein Volk, für all die Worte Jesus hat angenommen als ihr Haaren Heiland, sagt es hier so. So jach dort für Gott sein Volk noch eine versprochene Ruhe, eine Sabbatsruhe. So aus der Sabbat in den Oude Bund der Ruhe von Arbeit genannt wird, so wird ans Himmel ankommen, der Ruhe genannt von unserer Arbeit hier auf der Seele. Wenigst der Bischof. Wenigst der Bischof. Der hat eine Ruhe von der Arbeit. Aber Jesus hat gesagt, all seine Kinder, das ist Gott sein Volk, dass jeder eine mit angeteilt, von den 7 Billiarden Menschen, die sind alle angeteilt, wer immer das Wort Jesus annehmen aus den Haaren Heilung, der hat eine versprochene Ruhe, eine Sabbatruhe. Dort ist so, wer an Gott seine Ruhe nennen kann, der ruht auch von seiner Arbeit, sagt Hebräer Kapitel 5. Grund so aus Gott von seine, weil wir durchab haben alle Flieg unsachen, an dieser Ruhe nennen zu kommen. Dort nicht irgendwer zu vollkommen macht, der angehorsam seinen, so aus gerne. Hier haben wir noch eine Verantwortung. Du sollst nur zu sein, dass du so keiner hier wäre, es anfallen würde. Sondern dort wir uns würden am Kämmern, dort jeder einer, der würde Himmel ankommen. In dieser Ruhe, wo wir alle waren, Ruhen von Kämpfen, in Weihau, von Thronen, in eben von Arbeit. Vom Sklavenjahr, los in Frieden. Du erst für Gott sein Feind, für Gott seine Kinder, als eine Ruhe versprechen. Und wir sind auf dem Wagen. Du kannst. Die Schwestern, Brüder und Schwestern, wo immer wir sind, ich will dir sagen, Jesus ist uns Kapitän. Dein erst uns vor, der hat gestiegen, mir die bloß sicher, dass die Anhänger rum geht. Und wenn heute ihr Sport seid, wir sind angekommen, dann sind wir alle angekommen. Und er bleibt keiner an. Sieh bloß nicht einer zum Schluss, weil ich bloß sagen, sieh die bloß nicht einer so aus Janen, der die Botschaft hier und darüber nicht glaubt. Wie oben, wir sind die, die Botschaft hören und glauben. Und wir nehmen jeden Tag unsere Stoppen am Himmel umzukommen. Und kriegen dann Wort von den Riesen, Goliath, Anakita und auf andere Liedwort uns proben abzuholen, als Kapitän, als Jesus, der führt uns sicher Himmel um. Lass mich doch beten. Himmlischer Vater, Dankeschön für diese wunderbare Zeit, die du uns geben lässt. Und ich will dir bloß beten, dass du uns sehst mit einer Ruhe. Gib uns eine Ruhe von dem Kampf und vom Weideo. Wenn er irgendwie krank ist, der hat Fieber oder der hat Dengue oder der hat eine andere Krankheit, Herr, ich bete, dass du in jedem einen Rügers von dieser Krankheit. Und wirf du auch Wirklichkeit. Vers 14 hast du gesagt, dass der Herr ist, als der Garantie, der Firma, für das alles, was du uns versprechen hast in deinem Wort, das wollen wir kriegen. Himmlischer Vater, Dankeschön für deine Versprechungen. Und für deine starke Hand, für all die Wunder, was du bewiesen hast, deine Vollmacht, was du bewiesen hast, am uns Himmel anzuführen. Herr, wir freuen uns für diesen Moment. Aber Herr, solange wir hier auf der Seele sind, weil wir deine Arbeit sind. Und wir dir Dankeschön sagen, dass wir nicht mehr ins Glaubenjahr sind, sondern wir sind frei. Wenn du hast gesagt, wenn du uns frieden hast, dann sind wir wirklich frieden.
uns doch in dieser Freiheit nicht wollen, unnützen von unserem Fleisch zu gefallen. Denn wir schon vorher der Fall. Freiheit in Mut, in Kraft, in Sicherheit leben. In Jesus' Namen. Amen.